Also bei dem Auto geht es hauptsächlich darum, den Unterbodenschutz zu erneuern. Gell? Der hat eine mega fette Dreckschicht oben. Gell? Sieht man das? Ja. Und nachdem der Hochdruckreiniger da arbeitet, schaut so aus. Das ist ein Unterboden, schon 25 Jahre alt, kann man sagen, und wurde vom Besitzer immer wieder selber mit Seilfett behandelt. Und wir machen den jetzt sauber, was wirklich eine sehr schwere Arbeit ist, weil heute hat es fast 0 Grad, also 1 Grad plus oder so. Aber der Simon gibt sein Bestes und der Hochdruckreiniger mit der Fräse bringt den alten Dreck runter. Sogar das alte Seilfett bringt er runter. Nicht ganz, aber ziemlich. Und vom Rost her ist er nicht schlecht. Das kann man sagen, haben wir schon bei weitem schlechtere gesehen. Durch das, dass ihn der Besitzer immer behandelt hat, ist ihm der Rostfraß weitgehend erspart geblieben. Lass mal nochmal den Simon fertig machen. Dann ist es wieder ruhiger. Jetzt möchte ich das da abfilmen, weil da noch ein besseres Licht ist. Und es ist echt erstaunlich, dass mit dem Heißwasser Hochdruckreiniger sogar das alte Fett runtergeht, was der aufgespritzt hat. Der Unterboden schaut wieder ziemlich sauber aus und auch vom alten Fett befreit. Da sind alte Einschweißungen. Die werden wir ein bisschen schöner ausschauen lassen, die Einschweißungen da. Die sind nicht so schön. Und den Rest werden wir dann nadeln und mit einem Karlein-Roststab die Achsen behandeln. Karlein-Roststab ist mein Top-Favorit. Als Roststopp. Und da kann ich nochmal herzeigen, wo ich das eingestrichen habe mit dem Karlein-Roststab. Das war die letzte Jännerwoche. Da ist es pur. Da ist es mit dem Kambiwachs drauf. Das ist leicht Schmutz da. Aber man sieht schon, dass das immer noch ein sehr guter Rostschutz ist.
Es ist bei Weitem noch nichts dahergekommen. Das ist Rostloch. Das hat genau gleich ausgeschaut wie da. Ne? Oder da. Also ich denke, das ist wirklich ein sehr guter Rostschutz. Es ist sau teuer, aber es wirkt, sagt man, gell? So, der Karl-Heinz Rostock ist jetzt drauf auf die Achsen und das schaut jetzt so aus. Wieder wie neu. Und dann haben wir zusätzlich noch das, was da geschweißt war, die großen Bleche, haben wir zusätzlich noch mit Dichtmasse an den Schweißnähten etwas versiegelt, damit es ein bisschen schöner ausschaut. Und das machen wir aber noch schwarz und dann erst das Seilfett drüber. Wir sind jetzt gerade beim Hohlraumspritzen. Ich habe das vorher schon abgefilmt mit der Hohlraumkamera, wie das innen drin ausschaut. Und ich werde es gleich nochmal abfilmen, wie das mit ML ausschaut. Das sind die alten eingeschweißten Bleche, damit man die Schweißnähte nicht, dass die nicht so in der Luft stehen, gell. Es war nicht sehr schön geschweißt, aber es ist zu, ne? Für den TÜV reicht's. / Bickerl. Und so schaut es aus mit Karl-Heinz Rostock. Der Simon hat schon das ML in der Pistole und legt jetzt los mit ML-Spritzen. Passt, Simon. Dort rein waren so rostige Böden und verschmutzte Böden und das ML kann das perfekt unterkriechen. Da sieht man, wie das jetzt da rauskommt. Ich habe auch ein paar Spritzer abbekommen und das kann das unterkriechen und bildet dann eine Brücke für das eigentliche Hohlraumwachs. Und jetzt sind wir so weit, dass wir die Nitrol 1000 spritzen können auf das ML. Das ist das da. Produktlink ist in der Beschreibung, wenn es jemand kaufen möchte, eine Spraydose vielleicht. Oder auch so zum Spritzen. Wir haben da eine mega brutale Düse. Da ist die Firma DKS auch fein, weil immer wenn die irgendwas Neues machen, was Neues probieren, dann kriegen wir es als erste zum Testen. Die spritzt 360 Grad rundum und dann irgendwie dann noch vor und nach hinten auch noch. Drück nochmal ganz kurz drauf, vielleicht sieht man's. Ja, passt schon. Mir reicht's. Im Großen und Ganzen muss man sich einfach auf sein Gefühl verlassen, wenn man Hohlraumschutz macht. Weil man ja das selber mit eigenen Augen eigentlich nicht sehen kann, wie es rein ausschaut, wie sie spritzt, ob alles voll ist. Und da helfen wir uns, solche Düsen wird EKS immer wieder entwickelt, total weiter. Da kommt nichts mehr aus, ne? Die spritzt in 360 Grad vor und zurück. Das ist genial. Und für so ein Auto braucht man ungefähr mit der Düse so bei die 2 Liter von dem Dinitrol. Ne? Und wenn er da vor und zurück und rein und nachher ist man hundertprozentig sicher, dass da alles angelegt ist. Und vor allem ist das Kriechöl eigentlich der Trick, dass das auch wirklich überall hinrinnt, gell? Weil das dünne Kriechöl nimmt das zähere Fett mit in alle Ritzen, in alle Winkel. Selbst wo du mit der Spritze nicht hinkommst, würde das hinkommen von selbst. Das ist etwas, was den Weg alleine findet und das wollen wir in die Hohlräume. Und jetzt kriegt er noch ein Seilfett an der Unterseite. Und da gibt es ja auch Seilfett. Ich benutze Seilfett seit Jahren und ist einer der bestmöglichsten Rostschutze, die es überhaupt gibt. Aber man kann auch ein Wachs nehmen. Ne?
Ich sage immer, nimm das, was denn du vertraust und nimm viel davon und mach es immer wieder mal und kontrollier es immer wieder, dann passt das. Ne? Dann ist das gut. Ich nehme Seilfett und wenn es aber jemand lieber Grifftrocken hat, so wie das, und er mag es nicht klebrig und er mag es einmal waschen, dass wieder sauber ist, so wie bei den Geländewagen, die oft vor Dreck starren, wenn sie auf die Feldwege fahren. Dann nehmen wir ein grifftrockenes Kombinationswachs, ne? Ein Kombiwachs. Das wird nach 3 Tagen grifftrocken und ist schmutzabweisend. Ne? Kostet halt mehr. Für so ein Auto kostet es 100er mehr, für einen VW-Bus kostet es 150 mehr. Oder für einen Geländewagen. Aber es hat halt dann 3 Vorteile. Ne? Grifftrocken, schmutzabweisend und es ist dann auch eine dickere Schicht. Das Wachsseilfett, das ist ein bisschen dicker und ist durch das auch selbstheilend. Ne? Wenn er Steinschlägverletzungen hätte, da irgendwo, ne, dann würde das wieder zu heilen können, wenn er bei 20, 30 Grad in der Sonne steht. Schau, wie das Bergaus raucht. Finde ich so super. Und da sieht man ganz toll das Dinitrol 1000 vermischt mit dem ML. Und wenn man sich das immer vorstellt, das dünne Kriechöl als Basis auf den Schmutz und auf den Rost und dann das Dinitrol 1000 nach, das dickere, das kann das mitnehmen, das klebt auch schön auf der Wand. Das Kriechöl klebt ja nicht so schön auf der Wand, das rinnt dann also ab, das ist immer unten, wo der Schmutz ist und wo der Rost ist der meiste. Und das Dinitrol 1000 versiegelt den gesamten Hohlraum und unten auch nochmal. Ne? Und wird dann mitgenommen mit dem Kriechöl und kann überall hin. Und eben für mein Verständnis von Hohlraumschutz ist das ziemlich das Beste, was ich machen kann. Beim Neuwagen kannst du eigentlich alles nehmen. Da brauchst du ja das Kriechöl nicht. Ne? Beim Neuwagen, der ist innen drin sauber, kein Rost, da brauchst du nur das Dinitrol 1000 oder halt am Mike Sanders zum Beispiel, das ist ja dann egal. Ne? Aber das Kriechöl nehme ich nur für alte Hohlräume, ne? Für verschmutzte und für rostige Hohlräume. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Gut, dann lassen wir im Seilfett spritzen danach, dann filmen wir nochmal ab. Mal schauen, wie schön damit Fett ausschaut. Zusammengebaut ist er auch schon. Und jetzt macht das Fett so eine schöne matte Schicht, wo es schwarz ist, grünlich und wo es hell ist, etwas gelblich oder bräunlich. Und so ist das wieder ein sehr guter Korrosionsschutz für die kommenden Jahre. Und nach jedem Winter ein bisschen nachkontrollieren, ein bisschen nachspritzen, wenn es wäre. Aber es ist wirklich ein sehr guter Rostschutz so. Geil, ja. Gut. Und während der Simon den bravourös konserviert hat, meine Hunde da schön faul rumflacken dürfen,
habe ich einen Jeep Compass lackiert. Ein Versicherungsschaden. Das zeige ich jetzt her wegen Freddy Hausmann. Der war da ganz neugierig. Nicht nur der Vectra hat mich interessiert, auch meine Lackierung möchte er gern sehen. Weil im Livestream sieht man das nicht, da siehst du nur von der Weite das Tor, gell. Geplant hätte ich ja, dass ich vielleicht da drinnen auch eine Kamera mache. Das wäre richtig interessant, aber ich bin immer so froh, dass eine läuft. Das war so ein Kraftakt, dass die läuft, gell. Aber ich möchte auf jeden Fall, wenn ich innen dran arbeite, dann umschalten können auf eine andere Kamera. Dass man einfach auch von der Arbeit was sieht, das war schon cool. Beim Simon nicht, aber bei mir, weißt, also vielleicht da drauf, gell. Da in der Ecke eine, die was da so herfilmt. Dann sieht man, wie in Großaufnahme arbeiten, das war recht lässig für euch. Und die kann ich mir dann vielleicht auch mitnehmen daher, wenn ich was lackiere, ne. Die tue ich mir dann, ich weiß nicht, den weg, anderer Platz. Einmal die Seite, ne, zum Beispiel. Ich kann natürlich jetzt da nicht mit euch rumchatten oder was kommentieren oder sonst was. Wenn ich beim Arbeiten bin, dann geht es irgendwie nicht. Ach, da bin ich. Aber irgendwie war es halt lässig, oder? Aber so weit bin ich halt noch nicht. Das ist nur die Zukunft. Da brauche ich Leute, die mir da helfen. Für das bin ich nicht geschaffen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Gebt ihr euch.